Zurück ins Mittelalter. Und passend zum Thema stehe ich hier heute auf dem sinnlosesten Parkplatz Berlins. Ihr kennt ihn vielleicht. Am Berliner Südkreuzbahnhof gibt es den Nordparkplatz, Platz für 500 Fahrzeuge. Seit 2006 gebaut. Hier hat noch nie ein Fahrzeug gestanden, denn man hat keine Auffahrtsrampe gebaut und wird es auch nie vorhaben. Das ist sinnbildlich für das Mittelalter, wo Bremen uns wieder hinführen möchte. Man feiert jetzt hier eine 18-jährige Schülerin, die Muslima ist, die ein Café nur für Frauen eröffnet hat, in dem Männer keinen Platz haben. Allerdings der Vater von ihr, der Geschäftsmann dahinter ist. Und sie sagte, sie hat das ja nur gemacht, weil im Stadtteil dort in Bremen sowieso die Geschlechter unter sich sind. Und da, wo sie herkommt, ist es ganz normal. Ja, ganz genau. Eine Islamisierung findet nicht statt. Ein Weg zurück ins Mittelalter findet auch nicht statt. Dabei wissen wir ganz genau, im Mittelalter war die Geschlechtertrennung auf einem Höchststand. Noch viel schlimmer, als es das quasi bei uns in den letzten 200 Jahren gegeben hat. Im Mittelalter war das wirklich auf dem Höhepunkt. Sie feiern es jetzt heute als... Das kann man sich nicht ausdenken. Sie feiern es als fortschrittlich, dass es jetzt Orte gibt, an denen Frauen unter sich sein können. Und da möchte ich nur mal darauf hinweisen, dass die ganze Welt aufgehorcht hat, als Saudi-Arabien 2019 die Geschlechtertrennung in öffentlichen Cafés und Restaurants beendet hat. Saudi-Arabien hat abgeschafft, was Bremen jetzt hier einführen möchte. Und die 18-Jährige hier, sie will danach auch noch Lehrerin werden. Ja! Das kann man sich gar nicht ausdenken. In dem Café haben Männer keinen Platz, denn in dem gesamten Stadtteil, um den es hier geht, gibt es keine Rückzugsorte für Frauen. Alles ist von Männern überladen. Warum nur? Es sind auch hier vorwiegend migrantische Männer in diesem Stadtteil, sagt alles die Migrantin selbst. Ich habe mir das hier nicht ausgedacht, aber ich habe das gelesen und dachte, klar, die Linken, die Spinner, die feiern das jetzt wieder als Wirtschaftswachstum. Es geht vorwärts in Bremen. Und ich sage, Leute, wieder einen Schritt weiter Richtung Mittelalter, Richtung Abschaffung unserer westlichen Werte. Die Werte, die sie immer in den Mund nehmen, sind für sie absoluter Hohn. Sie sind ihnen völlig egal. So wie dieser Parkplatz hier hinten. Die Leute, sie wissen nicht, wo sie ihr Auto hinstellen sollen. Es gibt noch einen Südparkplatz mit 200 Plätzen. Den kann man benutzen. Den hier im Norden kann man nicht benutzen. Bevor ihr fragt, ja, es wäre möglich, hier eine Rampe anzubauen, dann wäre der hier benutzbar. Hat niemand vor. Genauso wie es in Bremen niemand vorhat, jetzt Männer zu diskriminieren. Männer dürfen in das Geschäft zwar reingehen und dürfen sich was Takeaway mitnehmen, aber das Hinsetzen ist ihnen verboten. Ja, es gibt Geschlechtertrennung in Deutschland, teilweise in Sportgruppen, in Musikgruppen, aber das hat immer einen Grund, und zwar meistens einen sportlichen Grund, warum Frauen gegen Frauen boxen und nicht wie bei Olympia, jeder gegen jeden. Aber hier in Bremen geht es jetzt ganz klar darum, dass im Stadtteil sowieso schon in der Freizeit eine Geschlechtertrennung stattfindet von den Migranten. Das ist schon problematisch, weil hier Parallelgesellschaften entstehen. Und sorry für die S-Bahn, die gerade vorbeifährt. Es ist hier als Rückzugsort für Frauen gedacht. Und auch der DEHOGA, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, ist kein vergleichbares Angebot in Bremen bekannt. Wir sollen das jetzt hier natürlich beklatschen. Und da muss man sich nur mal fragen, sie hat hier ohne den Vater, also ohne einen Mann, hätte sie die Geschäftsidee gar nicht verwirklichen können. Jetzt dürfen hier Frauen kommen und Kinder sind dann keine kleinen Männer. Ab welchem Jahr oder ab welcher Schniepielänge wird man denn dann aus dem Café geworfen? Darf denn ein 17-jähriger Teenager mit seiner Mutter noch in das Frauencafé gehen? Oder ist er dann schon Mann? Wann fängt das dann an? Das ist Diskriminierung und ja, unternehmerische Freiheit. Darf es auch eingestehen, dass es geschlossene Räume gibt. Es gibt ja auch Frauenfitnessstudios, es gibt Frauensauna, es gibt Herrensauna. Aber ob das hier in einem Café mitten in der Öffentlichkeit, was Publikumsverkehr hat, so geduldet werden kann, vermutlich ja. Wir kennen die Gerichtsbarkeit in Bremen. Wir wissen, wer die Richterstellen besetzt hat. Von daher denke ich, dass sie hier keine gewerberechtlichen Probleme bekommen, auch keine Diskriminierungsprobleme. Und die 18-Jährige sagt selbst, Zitat, bei uns in der Heimat ist es eigentlich ganz normal, dass es Frauen Eiscafés gibt. Und in Deutschland ist es eben nicht normal, weil wir uns alle zusammen in das Café setzen können. Sie sagt hier, wir kommen aus dem Balkan, sind Albaner aus dem Kosovo, also
von dem Balkan, also quasi sogar noch Europäer, und finden es hier, es fehlt in Bremen an einer Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum, wenn es um Eiscafés geht. Es soll eine Alternative zu männerdominierten Räumen geben. Das ist wirklich, es ist absurd. Das ist wirklich absurd. Sie bekommt natürlich viel Zuspruch und sie sagt hier nochmal, es gäbe gerade in Kröpelingen viele männerdominierte Räume, sagte eine Kundin des Cafés. Angebote nur für Frauen seien daher wichtig. Das ist ein sehr, sehr gutes Konzept. Und ich sage, nein, das ist überhaupt kein gutes Konzept. Denkt ihr auch mal unternehmerisch, wenn ich ein Café habe, habe ich einfach Zielgruppe, alle, die vorbeikommen. Jetzt schließe ich die Männer aus, das schließt aber nicht nur Männer aus, das schließt vor allem Paare aus und gemischte Gruppen. Also es können jetzt nur noch reine Frauengruppen oder Frauen mit Kindern kommen. Wenn sie so weitermachen, hat sie dann bald ein Kindercafé und vormittags kommt die Kindergärtnerin mit dem ganzen Hort da in die Veranstaltung, also in dieses Eiscafé. Kommst du aus Bremen, warst du schon da, kennst du weitere solcher Angebote in der Bundesrepublik, wo es wirklich darum geht, dass man Räume für Frauen schafft, weil man so viele Männer hat und das aus der Heimat ganz normal findet. Und genau hier ist das Problem der gescheiterten Integration. Sie ist 18, sie ist hier geboren, sie trägt Kopftuch, darf sie alles machen, sie möchte Lehrerin werden. Da habe ich jetzt Fragen. Wenn sie es ganz normal findet, dass man Männlein und Weiblein wieder anfängt zu trennen, wie wird das vor Jahrhunderten in diesem Land gemacht haben, und selbst Saudi-Arabien hat die Geschlechtertrennung vor 5 Jahren abgeschafft. Ihr könnt mal sehen, wie rückschrittlich wir hier quasi in das Mittelalter uns bewegen, weil sie sind völlig verblendet. Sie können das gar nicht rational betrachten. Sie sagen dann hier, eine migrantisch gelesene junge Frau hat ein Unternehmen gegründet und wow, 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 wow. Sag ich, ja, aber guck doch mal, ob es das umsatztechnisch auch halten kann, ob es das bringt, wenn man die Paare und die gemischten Gruppen hier ausschließt. Und ob das, also Männer mit Takeaway ist ja schon die nächste Frage. Ich darf mir was holen, darf es mitnehmen, ich darf mich nicht hinsetzen. Mehr diskriminieren geht nicht. Das ist völliger Wahnsinn. Und dieser Parkplatz hier, das ist wirklich sinnbildlich. Ich kann euch hier mal kurz mitnehmen. Das ist wirklich Berlin-Südkreuz. Und ihr seht mal, wie groß dieser Parkplatz ist. Unter mir ist jetzt gerade Gleis 1 und 2. Da ist das Bahnhof Südkreuz. Ihr seht mal, die ganzen Parkplätze, nichts. Wo ist die Solaranlage? Wo ist die Dachbekrönung? Wo ist dieses ökologische Bewusstsein bei der Deutschen Bahn? Nicht vorhanden. Man hat es eingezäunt, vermutlich, weil die Obdachlose immer gezeltet haben. Es ist einfach, also man kann es auch einfach abreißen, ja? Dann recycelt man dieses Material und führt es im Wertstoffkreislauf wieder zu. Aber nein, man lässt es hier vergammeln, bis es dann irgendwann heißt, oh, Berlin-Südkreuz muss die Gleise sanieren, weil das Parkdeck eben runtergefallen ist. Ich kann euch das auch von unten zeigen, es sieht aber noch gut aus, es ist erst 20 Jahre alt. Aber auch hier wurde teilweise mit Spannbeton gearbeitet und wir wissen, die Haltbarkeit, sie ist begrenzt. Aber das hier ist symbolisch, ich dachte ja nur, Berlin ist so verrückt. Nein, in Bremen feiern sie sich jetzt dafür, dass sie Geschlechtertrennung als neue Geschäftsidee erfunden haben. Und ich denke mir nur so, ja, man zieht hier wieder die Ritterrüstung an. Die einen nennen sich Kreuzritter und dann ziehen wir wieder in die Burg ein. Was? Nee, nee. Wie findest du das? Schreib mir unbedingt deine Meinung unter dieses Video. Kontroverses Thema. Natürlich darf es auch Rückzugsorte für Frauen geben, aber wenn die Motivation hier einfach ganz klar gescheiterte Integration ist, dann sage ich, Leute, das darf man nicht dulden. Gerade dann müsste auch ein Gewerbeamt hingehen und gewerberechtlich sagen, wir prüfen jetzt hier mal Obergrenzen. Das hat schon eine andere Stadt gemacht. Eine Obergrenze für Barbershops, eine Obergrenze für Dönerläden, ist alles inzwischen im Gespräch, weil sie einfach unsere ganzen Städte übernehmen und wir schauen einfach zu. Abonniere den Kanal, kommentiere dieses Video. Ich fahre jetzt mal nach Frankfurt, wenn die Deutsche Bahn mich fährt. Schauen wir mal, ist immer so ein bisschen Lotto spielen. Heute fahre ich auf Kosten der Allgemeinheit, denn wenn man Bahnbonuspunkte sammelt, kriegt man ab und zu eine Fahrt geschenkt. Man kriegt die Bahnbonuspunkte sogar geschenkt, wenn man nur mit Sparpreis unterwegs ist. Das heißt, alle, die die teuren Bahnpreise bezahlen, ich auch manchmal, aber ich fahre meistens Sparpreis, finanzieren heute mein Ticket mit. Danke dafür an alle. Zurück musste ich leider bezahlen. Und damit, ciao, bis bald.